und herzlich willkommen zu Folge 368 von Legend of Azur. Wir sind momentan im Tempel des Erwachens, groß am Gegner töten. Letzte Folge haben wir allerdings einen kleinen Abstecher gewagt, in ein, ja, optionales Gebiet, wie ich schätzen würde, hinter der Bibliothek, wenn ich es mal Bibliothek nennen kann. Und da haben wir ein kleines Rätsel lösen dürfen und dahinter war dann nochmal eine Feuerregen, nicht Spruchrolle, sondern Rune zu finden, also für Magier schon sehr interessant, würde ich sagen. Und für Laien wie uns gab es immerhin einen brachialen Armreif mit 50 Magieschutz und 50 Drachenfeuerschutz. Also gar nicht mal so übel. Und es gab gar keinen schier unbesiegbaren Feind, der im Weg stand. Nein, einfach nur ein bisschen rumdrücken und hat sich schon erledigt gehabt. So, jetzt dürfen hier nochmal ein paar untote Orks kommen. Oder 5 Skelette. E6 sogar. Ah, da vorne sind ja auch noch Knöpfe. Gerade mal aufgefallen. Den anderen. Ja. Ich sterbe hier noch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uff. Hätte ich auch am Ende überhaupt keine Ornamente hier benutzen sollen, sondern einfach da vorne mich auslassen, weil hier ist noch ein. Klemmt. Okay. Der sagt mir hier, das klemmt. Und der hier klemmt er auch. Nee, der klemmt nicht tatsächlich. Und damit ist auch offen. Ah, geht doch beides auf. Okay, da scheint es wohl dann doch weiter zu gehen. Keine Ahnung, ob das mit den Ornamentsäulen jetzt unwichtig war oder nicht. Was geht jetzt hier ab? Ah, guten Tag. Shadowlord Lee, da ging die Musik auch direkt wieder weg. Und der. Ah, es geht sogar noch weiter. Und da hinten ist sogar noch ein Zwotter, aber der scheint das irgendwie alles im Griff auf. Geben die 5, 400 EP. Oh, die waren Schaden, wie Sau. Ich bin an einem Irrlicht gestorben. Ich bin an einem Irrlicht gestorben. Das ist mir noch nie passiert. Ist der nicht gespawnt? Jetzt muss ich weiterlaufen. Jetzt spawnt er. So. Das war aber nicht so viel Damage. Ich sterbe doch jetzt hier nicht nochmal an Irrlichtern. Was soll denn das? Oh Mann. Schnell, schnell, schnell. Da hinten ist noch ein Zoda-Kollege. Bevor der jetzt hier. Bei dem jetzt auch gleich Licht, ihr Lichter kommen, dann flippe ich aus. Lego, ist das euer Ernst? Schattenlord Lee und Schattenlord Go? Seelen der Verstorbenen und gehen sie auf den Sack oder was? In Form von Irrlichter. Was machen die da? Ich hab noch Leben, ich hab noch 3 Lebenspunkte, okay. So, was hat der jetzt für einen Anfall? Okay, was soll das? Okay. Hab's überlebt. Und die nächste Tür ist offen. Haben wir es schon geschafft, oder was? Markus, du Simpel, bist du daheim? Das sieht schon relativ danach aus. Da unten tanzen auch so ein paar Hampelmänner rum. Vielleicht sind wir jetzt hier
im letzten Abschnitt angelangt. Aber ganz kurz, ich muss hier einfach mal... Nee, egal ob heiliges oder normales Licht, komm, was soll's. Hauptsache was sehen. Denn bevor wir da runter marschieren, laufe ich erstmal hier hoch. Wir müssen das ja alles mir anschauen. Wir können nicht einfach... Ich hätte das normale Licht nehmen sollen, das flackert so blöd. Aber wir gucken uns erstmal um. Auch wenn wir kaum was sehen, ich hätte das normale Licht nehmen sollen, verdammt nochmal. Ist mir jetzt zu stressig, ohne Fackel. Nimm einfach die da. Na, wo ist man jetzt auch kein großer Unterschied mehr? Also da vorne geht's hoch, da ist zu. Also vielleicht sind wir doch noch nicht so am Ende, wie ich eben noch dachte. Ich gehe zumindest weiter hoch. Das sind hier nur die Aufgänge, das können wir uns ja dazu denken. Und irgendwo muss natürlich auch noch ein Teil nach unten geben. Mal einen Blick erhaschen, was ist denn da unten los? Okay, ich sehe Magus, ich sehe verschiedene Schamanen und ich sehe einen untoten Drachen. Also, jetzt können wir uns den Rest denken. Da unten ist schon Schicht im Schacht. Aber da hinten ist, wie gesagt, eine Treppe nach oben. Keine Ahnung, ob die dann für den Epilog wichtig sein wird, dass wir da nochmal kurz abhauen oder vielleicht hat das Ganze auch gar keine Funktion. Oder irgendeine Secret-Funktion, dass hier irgendwo ein Knopf versteckt ist. Und da oben ist dann nochmal, was weiß ich, ganz brutale Waffe mit 10.000 Damage. Ich kann es, wie gesagt, nur mutmaßen. Okay, ich gehe erstmal wieder runter. Das blöde heilige Licht da. So. Also wir haben auf jeden Fall zwei Aufgänge, das ist ja schon mal klar. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Andere Räumlichkeiten oder irgendwas anderes in der Richtung? Oder sagen wir mal andersrum, gibt es überhaupt einen Weg nach unten, wenn es schon einen nach oben gibt? Irgendwie müssen wir ja da sowieso runter marschieren. Ah, okay, tatsächlich, hier geht's runter. Da geht's schon mal runter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir... Aber es könnte sein, dass wir bei der letzten Folge angekommen sind, ne? Und da kamen wir ja her. Genau, da haben wir auch die blöden Goblin-Skelette. Na dann, wie gesagt, oben ist noch was verschlossen. Inwieweit wir dazu kommen werden? Keine Ahnung. Er läuft gerade von alleine übrigens. Oh, ihr Menschen. Ihr seid so aufsässig, schwerfällig und tollkühn. Und unfassbar lästig. Doch das hat heute ein Ende. Ihr blickt unseren Avatar und macht euren Frieden. Wir werden euch jagen und über das große Meer zurücktreiben, bevor ihr alles Leben in eurer Nähe vernichtet. Ja, ja. Verdammnis und Verzweiflung und was alles dazugehört. Ich frage mich, warum Magus einer rückständigen Spezies überhaupt erst gelehrt hat zu sprechen, wenn sowieso nur Scheiße dabei rauskommt. Barakarash was sein! Halt's Maul, du Mistvieh! Auch nicht schlecht. So. Könnte ich in aller Seelenruhe jetzt hier die Schamanen umlegen. Finde ich gut, dass sie den ersten einfach so töten. Ohne Widerstand. Mich wundert es auch gerade, dass er sonst keiner aggressiv wird. Das ist gerade ein bisschen verwunderlich. Aber von mir aus schnetzel ich mich hier kurz durch. Schon der Drache, der bitte nichts macht. Magus, Magus, Magus. Hast du den falschen angelegt, ja? Magus war doch bis eben noch hier. Der stand da. Der will vielleicht flüchten. Dann müssen wir vielleicht dann nach oben hin den abfangen. Ah, langsam wieder Akro, der Drache. Wo bist du? Ist mir egal. Oh, der macht uns tatsächlich ein bisschen Schaden. Freund, mach mal halblang, ey. Freund, Freund, ist gut. Ich kann das lieben langen Tag machen, mein Guter. Ich hab Tränke dabei, du nicht. Ihr seht, wir kriegen trotzdem noch Magieschaden von ihm. Also so ist nicht, der greift uns jetzt allerdings nicht an. Das ist ein bisschen komisch. Aber wenn er nicht will, dann eben nicht. Oh, jetzt hat er wieder volles Leben. Pass mal auf, wir machen das anders.
regeneriere dich, alles gut, der kriegt da oben vom Magus irgendwie wieder Leben eingehaucht. Aber ich habe was ganz Wichtiges vergessen, wir brauchen Mobilität. So. Deswegen war das Ganze jetzt auch eben so ein bisschen unangenehmer. Jetzt geht's ab. Ach komm, was soll denn das? Magus, wo bist du verdammt? Ich werde dich zerpflücken, Magus. Ich werde dich massakrieren. Das hier ist noch lange nicht vorbei. So, ja. Ganz viele Drachenschuppen. Seelenstein des untoten Drachens. Der Kamerad ist platt. Nicht zu holen. Ja, war jetzt... Ich bin davon ausgegangen tatsächlich, dass die Orkschamanen uns alle gleichzeitig angreifen und der Typ dann auch noch mitrandaliert. Verdammt! Ah doch, wir sind Level 50. Hab's geschafft. Wir sind Level 50. Das war ja quasi so das grobe Ziel. Jetzt marschieren wir natürlich mit Vollgas nach oben, weil ich den Trank eben noch habe. Und wie gesagt, oben war ja noch ein Zugang, der ja verschlossen war. Und nee, da geht's zurück. Und ich kann jetzt mal vermuten, dass da offen ist. Ich hätte tatsächlich ein bisschen was von Magus erwartet, so ein paar Worte von dem zum Diener, weil der Diener war jetzt so belang... Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht hätte er mit uns gesprochen. Aber es wirkte jetzt eben so, als hätte er dazu nichts zu sagen. Und nachdem wir den großen Avatar platt machen, verduftet er einfach. Damit kann es nicht aufhören, das ist vollkommen klar. Wir müssen auf jeden Fall noch Magus platt machen. Wenn ich entlang laufe... Es ist zwar saudunkel, aber da vorne müsste doch eigentlich eine Fackel gewesen sein. Wo es weiter nach oben ging, oder? Das kannst du doch keinem antun, Mann. Warum ist denn hier so dunkel? Also, fort mit dem blöden heiligen Licht, wo ist denn das normale? Haben wir doch ganz oft dabei. Wo ist es denn? Da ist es doch. So, das kannst du keinem antun, das ist das heilige Licht. Veranstalten hier keine Disco. Ne, beim Endboss. Ah, da ist ja die Treppe. Bin ich jetzt einmal außen rumgelaufen? Komplett unnötig. Auf jeden Fall ist sie jetzt offen, wie zu erwarten war. Das ist genau hinten dran. Ach, bin ich blöd. So, jetzt geht sie auf jeden Fall noch weiter hoch. Und jetzt läuft der Held von alleine. Ich mache gerade nichts. Und da ist der Meister. Erwartet dich das Unerwartete, nicht wahr? Das alles war und ist noch immer der Auftakt zu etwas Größerem für beide von uns. Was glaubst du eigentlich, verdammt? Dass du hier in deinem Größenwahn einen Krieg anfangen kannst, um dich dann am Ende einfach davonzuschleichen? Nichts dergleichen. Ich werde mich von niemandem bis ans Ende der Zeit verfolgen lassen. Weder von Magiern, einigen übereifrigen Militaristen, Kopfgeldjägern oder von dir. Nein, zumindest dieses Kapitel endet hier und jetzt. Ist das alles? Ist das wirklich alles, was du dazu zu sagen hast, nach allem, was du und Adrian hier auf der Insel angerichtet habt? Möglich. Letztendlich hängt es von dir ab. Worauf willst du jetzt wieder hinaus? Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Oder war es je gewesen? Weder den Verbliebenen auf Asun noch den Reichtümern und der Politik gilt mein Interesse länger. Dies ist Vergangenheit. Gehen wir fortan getrennte Wege, werden wir uns vermutlich niemals wiedersehen. Zwingst du mich allerdings zum Kampf, werden das deine letzten Atemzüge besiegeln. Du erwartest von mir, dass ich dich einfach ziehen lasse? In Lalvanien werden Menschen für weitaus weniger hingerichtet. Nein, du wirst es nicht können. Du bist ein gebrochener und zerrütteter Mann, der einzig und allein noch in einem zügellosen Narzissmus seine Welt versucht zu beherrschen.
Dieses Buch hier hat dich zerstört. Und unserer beider heilender Funke der Magie war lediglich ein Aufschub. Doch die Zeit läuft ab. Deine Zeit läuft ab. In einem Monat wird nichts mehr übrig sein, was an dein früheres Selbst erinnert. Zweifellos bist du dir dessen bewusst, oder, Nathanael? Ah, okay, wir sind doch noch nicht ganz am Ende. Ja, das lief jetzt so nicht ganz nach Plan. Also wir hätten jetzt, und das wollte ich glaube ich noch kurz erwähnen, das ist nämlich noch ganz wichtig, es gibt noch jetzt quasi eine Traumwelt. Also der Magus schickt uns jetzt in eine Traumwelt, also es ist vielleicht der Diener der Orks tot und so weiter und so fort, aber eben das eine war ja noch nicht zu Ende gedacht oder geklärt. Was hat es mit dem Buch auf sich, was hat es mit uns auf sich? Und jetzt wird uns der Magus eben in diese Welt hinein versetzen und dann werden wir unser Selbst oder unser Schicksal wahrscheinlich herausfinden, so auf einer ganz hohen Ebene im Unterbewusstsein, keine Ahnung, oder in der Magie selbst, was auch immer. Das können wir jetzt alles überspringen, das haben wir ja alles geklärt. Doch. Hoffentlich klappt das mit dem Transport. Teleport. Ah, jetzt hat's geklappt. Und wir sind als Geist irgendwo. Bis zum letzten Atemzug. Magus scheint noch immer stark zu sein und dringt in mein Unterbewusstsein ein. Ich muss diesen Zauber irgendwie beenden. Also wir sind jetzt tatsächlich Unterbewusstseinsgedönskram, irgendwas. Und das Ganze ist doch noch nicht so wirklich zu Ende. Also wir sind jetzt selbst ein Geist und hier wirkt doch alles sehr wie so eine Einöde. Doch noch nicht die letzte Folge. Was ist das für ein Trick, Magus? Ich weiß nicht, welches Spiel hier gespielt wird, aber... Nur die Ruhe. Das alles war und ist noch immer der Auftakt zu etwas Größerem. Was machst du hier noch in deiner eigenen Illusion? Und was soll das hier darstellen? Eine Welt ohne Schwerkraft oder ohne Gesetze? Eine Welt des Chaos? Ich habe nichts erschaffen. Und so kann ich auch nichts sehen, sondern lediglich ein geborstenes Mosaik projizieren, auf das die Teile selbst zueinander finden. Du hast dich einst davor gefürchtet, zu enden wie Fäbre, vielleicht noch dagegen aufbegehrt. Gefällt dir der, der du jetzt bist und zu wem du geworden bist? Erkennst du nicht die Ironie darin? Nein, jetzt vielleicht noch nicht, aber schon sehr bald. Ich habe übrigens mitbekommen, das hat mir jemand von euch geschrieben, dass es eine Alternativmöglichkeit gibt, quasi das Spiel zu beenden. Hier in dieser, also die Welt heißt Dream, wie ihr sehen könnt, also in unserem Unterbewusstsein, in dieser Traumwelt. Da soll es irgendeine Alternativmöglichkeit geben, das Spiel zu beenden. Wir können auch hier ganz normal auf unsere Sachen zugreifen, um das mal ganz kurz klären zu wollen. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich sehr viel Dialog und alles, ne? Hier. Guck mal da. Diese Art der Selbstaufopferung habe ich nie wirklich verstanden. Warum tut ein Mensch so etwas? Magus und ich haben mehr persönliche Differenzen. Das ist keine ideologische Sache. Hältst du dich für etwas Besonderes? Oder gar für einen Helden? Ja. Du bist nichts dergleichen. Oh. Auf dieser Welt gibt es nur ein paar Dutzend Personen, die von deiner Existenz wissen. Und noch weniger, die dich wirklich kennen. Glaubst du, dass es sonst noch irgendjemanden interessiert, ob du wahllos dein Leben riskierst? Es ist nur eines unter Tausenden. Spielt das eine Rolle? Für mich nicht, aber für dich. Du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Jeder stirbt für sich allein, leidet allein und kämpft allein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Traumwelt, diese Reflexion der ganzen Reise wunderschön. Das muss ich mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Das ist echt cool. Wie gesagt, ich wusste ja nicht, was in dieser Traumwelt auf mich zukommt. Und jetzt, wo ich das sehe, mit den Illusionen der Menschen, die ich quasi kennengelernt hatte, mich auseinandersetze. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, alles, was wir hier projizieren von anderen Personen und Illusionen,
sind ja nicht unbedingt deren Einschätzungen, sondern deren Einschätzungen aus unserer Interpretation wiederum. Also sprich, wir denken, was die über uns denken könnten. Jetzt kommen wir hier von einer Etappe zur nächsten. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas Interessantes finde. Nebenbei. Ja, ist ein bisschen dunkel hier, aber was willst du machen, Traumwelt? Es gibt ja auch nichts zu sehen. Ja, sie sind jetzt keine Pflanzen zum Aufsammeln. Das ist, haben wir hinter uns gebracht. Am Ende werden wir wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, vielleicht werden wir zusammenbrechen an den Anforderungen, die an uns herangewachsen, herangetreten sind. Vielleicht werden wir Magus in einem Zweikampf besiegen. Vielleicht werden wir ihn intellektuell besiegen und er wird es sein lassen, aber sich selbst vernichten. Oder, wie gesagt, es gibt eine Alternativmöglichkeit, die man hier in dieser Traumwelt angehen kann. Ich habe keine Ahnung, ob es nur ein lineares Ziel gibt oder mehrere. Weiß ich, wie gesagt, nichts von. Wie viele Möglichkeiten denn generell bestehen, das Spiel zu beenden. Aber hier scheint es also zumindest so nichts versteckt zu geben. Also wir haben jetzt hier also eine Brücke und ne, so ein bisschen Gelände. Aber wir müssen im Prinzip einfach von A nach B laufen. Bis eben immer zur nächsten Projektion. Zumindest so mein Eindruck. Muss man hier runterspringen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Wie gesagt, ist auch nicht zu erwarten, dass hier jetzt noch was ist, aber sicherheitshalber laufe ich halt trotzdem nochmal außen rum. Bis ich festhänge und neu laden muss. So, und das heißt, in der nächsten Folge werden wir quasi diesen Traum weiter durchleben. Und mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist, wie lange das dauert. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall noch mindestens eine Folge brauchen werden. Ich habe tatsächlich fast schon damit abgeschlossen, dass nach dem Drachen alles rum ist, aber das wirkte doch zu abgehackt. Also gehen wir mal davon aus, das sollte jetzt wirklich so gewesen sein. Sprich, man tötet den Drachen und der Held sagt, das ist mir Magus, wo bist du hin? Das ist noch lange nicht vorbei. Daraus kann man schon schließen, okay, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas. Wie gesagt, das Ganze mit der Traumwelt, ich dachte erst noch, ich hätte die vielleicht verpasst. Denn wie gesagt, ich wusste im Vorfeld davon, jemand hatte davon berichtet. Ja, Traumwelt, guck da und da, da gibt es eine Alternativmöglichkeit. Und ich wusste nicht, ob man das vor dem Kampf gegen den Avatar machen muss oder nicht. Ich habe auch noch am Ende das Gefühl, Belias Avatar ist gar nicht der Drache, sondern das sind vielleicht sogar wir. Keine Ahnung, was wir in unserem Unterbewusstsein finden werden. Seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.